Rot am Inn, Herbst 2016. Der örtliche Getränkegroßhändler sucht Personal. Am Vortag hat er eine Bewerbung per E-Mail bekommen. Ist halt alles weg, seit er sie geöffnet hat, ist sein Computer blockiert. Er ist Opfer von Erpressern geworden, die aus dem Darknet kamen. Seine Dateien wollen sie erst wieder freigeben, wenn er gezahlt hat. Also diese Anweisung kriegt man dann ganz genau. Man gibt praktisch diesen Code ein, kontaktiert diesen Erpresser. Es wird ein neuer Code generiert und über diesen neuen Code kommt dann genau die Forderung, welche Summe er haben will und auf welche Adresse die überwiesen werden muss. Das sind bei Ihnen 1,4 Bitcoins, das ist wie viel? Das sind ca. 800 Euro. Also ich weiß nicht, in welcher kranken Welt wir sind. Also ich weiß nicht, was in unserer Welt vorgeht, dass ich halt ein Darknet habe, wo Kriminelle freien Lauf haben, wo dich erpressen, ich weiß nicht, wie weit das noch gehen soll. Also. Erpressung, Gewalt, Sex und Waffen. Spätestens seit dem Attentat von München ist das Darknet der Inbegriff des Bösen. Spätestens seit bekannt wurde, dass dieser Attentäter seine Waffe aus dem sogenannten Darknet bekam. Aber das Darknet ist viel mehr. Eine unbekannte Welt im Netz, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht. Es ist so etwas wie der Wilde Westen des Internets, in der Menschen noch anonym unterwegs sein können, ohne Spuren zu hinterlassen. Das Darknet ist so der letzte Freiraum für Menschenrechtler und Whistleblower, die auch im Netz von Diktatoren und Geheimdiensten immer erbarmungsloser verfolgt werden. Es kann für böse Dinge genutzt werden und aber auch für gute. Es ist wichtig, dass man beide Seiten sieht. Meine Reise in die digitale Unterwelt beginnt in Hamburg. Bislang habe ich das Darknet immer nur als Tummelplatz für Hacker und Drogendealer wahrgenommen. Aber wer ist wirklich in diesem dunklen Netzwerk unterwegs und wie komme ich da rein? Meine Suche beginnt im ganz normalen Internet. Bei Google und YouTube. An Einführungen mangelt es dort nicht. Das Darknet umfasst den Teil des Internets, der nicht von Suchmaschinen erfasst und somit für die meisten nicht zugänglich ist. Wer es nicht auf die Reihe bringt, sich im Darknet Drogen zu kaufen, der sollte gar keine Drogen nehmen. Und es sind nicht nur Teenies, die mir hier weit voraus sind. Das Darknet. Oh, das ist die dunkelsten Ecken des Internets. Und um darauf Zugriff zu haben, benötigt man ein spezielles Programm namens Tor. Tor ist ein Browser, lerne ich. Eine Art Tarnkappe, die man braucht fürs Darknet. Statt Firefox oder Safari. Ins Darknet komme ich nämlich nur mit einem speziellen Browser, der meine Identität verschleiert. Tor ist so einer. Die Schnittstelle zwischen beiden Welten. Wer normal im Netz unterwegs ist, verbindet sich zum Beispiel mit Firefox über seinen Anbieter, zum Beispiel der Telekom, mit einer Website. Der Anbieter kann jetzt jederzeit genau verfolgen, welche Website seine Kunden aufrufen, wonach sie suchen und wie lange sie dort bleiben. Tor kann das verhindern. Eine Anfrage an eine Website wird mehrfach verschlüsselt und läuft im riesigen Tor-Netzwerk über 3 zufällig ausgewählte Knotenpunkte. So, als ob ein Brief in viele Umschläge verpackt ist und an jeder Station immer nur ein Brief geöffnet wird. Damit erfährt immer nur der direkte Nachbar, von wem die Anfrage kommt, das stille Postprinzip. So macht Tor seine User anonym, selbst wenn man im ganz normalen Internet unterwegs ist. Tor ist aber auch der Eingang ins Darknet, in das man ohne solche Browser, die die eigene Identität verschleiern, gar nicht erst hineinkommt. Aber wer sind die Menschen hinter Tor? Wer sind die, die das alles entwickeln und damit das Darknet erst möglich machen? Im Zug nach Berlin. Denn hier ist mittlerweile europaweit das Zentrum der digitalen Avantgarde. Auf dem Weg dorthin lade ich mir ihren Browser herunter. Und das geht erstaunlich schnell und einfach. Innerhalb von 5 Minuten bin ich drin und damit anonym im Internet.
Das Berliner Zentrum von Tor ist versteckt in einem unscheinbaren Hinterhof im Wedding. Es sind gewaltige Datenströme, um die sie sich hier kümmern, die über 7000 Server in der ganzen Welt fließen. Sie verstehen sich als Kämpfer für die Freiheit im Netz. Menschen, die dafür sorgen, dass bereits jetzt weltweit mehr als 2 Millionen täglich anonym surfen können. Tendenz steigend. Gerade diese Nach-Snowden-Ära sieht man natürlich, dass viel mehr Leute sensibel für das Thema geworden sind und nicht mehr nur noch einseitig das Tor-Netzwerk betrachten als irgendwie Netzwerk für Kriminelle, sondern jetzt werden sozusagen die positiven Punkte herausgestellt. Und auch Snowden ist ja jemand, der täglich das Tor-Netzwerk nutzt. Und ja, das war eine gute PR für Tor. Tor ist so längst mehr als nur eine Nische für Nerds. Seit Diktatoren ihre Gegner auch im Internet verfolgen, wird anonymes Surfen immer wichtiger. Also uns erreichen auch immer mehr Berichte von Fällen, wo gezielt Computer angegriffen werden von politischen Gruppen. Das wird immer mehr. Und da geht es ums Leben. Ja. Ja. Ein Vorwurf an euch ist, Tor macht das Darknet möglich, macht Drogenhandel möglich, vermehrt Kinderpornografie, Kriminalität generell. Was sagt ihr dazu? Das ist sowas wie wenn man ein Werkzeug baut. Ein mächtiges Werkzeug. Ich gehe in den Baumarkt, ich kaufe mir einen Hammer, ich gehe auf die Straße und schlage jemanden Schädel ein. Also muss ich deswegen den Hammer regulieren. Ich glaube, dass ein Hammer ein wichtiges Werkzeug ist, das für viel Gutes eingesetzt werden kann. Und so sehe ich das bei Tor auch. Und Tor ist ja auch nicht das Darknet. Als solches erklären sie mir, Tor ist nur eine Eingangstür. Um wirklich dort hinunterzusteigen, muss man zuallererst die genauen Adressen finden, die man hier unten ansteuern will. Denn im Darknet gibt es keine Suchmaschinen wie Google. Aber es gibt sogenannte Hidden Wikis. Das sind Verzeichnisse mit Darknet-Links. Mit ein bisschen Geduld finde ich so die Seiten, die ich gesucht habe. Alles Adressen, die auf Onion enden, zu Deutsch Zwiebel, dem Logo von Tor. Alles Adressen, die auf Servern im anonymen Tor-Netzwerk liegen, deren Betreiber von Polizei und Ermittlern bis heute nicht zu identifizieren sind. Erst wenn man solche Adressen eingibt, ist man tatsächlich im Darknet, der digitalen Unterwelt des Internet. Das Erste, was ich hier jetzt finde, sind aber tatsächlich Waffen. Jede Menge sogar. Gefälschte Pässe, Gewaltsex und eine Seite, auf der man sich angeblich Auftragskiller bestellen kann. Und eine Menge Drogenshops, die vom Look her erstaunlich vertraut und benutzerfreundlich sind. Sogar bewerten kann man die Verkäufer. Per Bitmessage, einem anonymen Chatprogramm, das hier alle benutzen, versuche ich, Kontakt zu einem Drogenhändler aufzunehmen. Ich bin Journalistin und arbeite zurzeit an einem Film über das Darknet. Wir suchen Leute, die uns ein bisschen erzählen, wie das hier abläuft, natürlich anonym. Die meisten werfen mich direkt raus aus ihrem Shop. Nur einer reagiert schließlich, Deckname Jerome. Er will einen Beweis, dass ich kein verdeckter Ermittler bin. Einen Proof hätte ich gern, dass du tatsächlich von der ARD bist. Hört sich grundsätzlich spannend an. Was denn für ein Proof? Frage ich zurück. Ein Pick mit einer Kamera und einem ARD-Mikro reicht völlig. Alles klar, antworte ich. Das werde ich besorgen. Etwas unwohl ist mir aber schon dabei, denn wer mein Gegenüber wirklich ist, das weiß ich natürlich nicht. Einer, der seit Jahren im Darknet unterwegs ist, ist Jamie Bartlett. In einem Buch hat er seine Begegnungen aufgeschrieben. Bevor ich Jerome seinen Beweis schicke, will ich mehr wissen über diese Szene von einem, der sich auskennt. Wer sind diese Dealer und wie hat das Darknet den Drogenhandel verändert? How has that changed the drug dealing in general? It's changed drug dealing by making it highly competitive. Der Drogenhandel ist hier sehr viel kundenfreundlicher geworden. Du bekommst ständig Sonderangebote. Es ist wie bei Amazon oder eBay.
Und es sind ganz andere Typen, die da jetzt als Dealer unterwegs sind. Das sind keine dunklen Gestalten mehr. Das sind eher Versandhändler, die Päckchen verschicken, aber nicht mehr an irgendwelchen dunklen Ecken stehen. Wenn es aber so viel einfacher ist, dort Drogen zu bestellen, ist das nicht ein moralisches Problem? Ja, mehr Drogen sind für mehr Menschen zugänglich und das so viel einfacher. Und auch gefährliche Drogen, die du früher so nicht bekommen hättest. Zurück in Hamburg. Wir haben das von Jerome, dem Darknet-Drogenhändler, verlangte Proofpick. Den Beweis, dass wir keine verdeckten Ermittler sind. Ein Foto von unserer Kamera und Mikroaufsetzern mit seinem Namen auf einem Zettel in der Mitte. Okay, sieht gut aus. Bin gern dabei. Welche Drogen verkaufst du denn am meisten im Darknet? Ich verkaufe hauptsächlich Ecstasy, am liebsten in kleinen Foren. Da wird nicht so viel gerippt, also abgezockt. Hier am Darknet gibt es mehr Austausch, auch was den Drogenanbau angeht. Und das nicht so auf dem Grundschulniveau. Genau. Wie alt bist du eigentlich? 45. Ich kontaktiere dich später wegen Ort und Details. 13 Uhr mittags am Rande des Ruhrgebiets. Wir sind pünktlich da, aber niemand taucht auf. Wie verabredet haben wir die Handys ausgeschaltet. Kurz bevor wir schon wieder abfahren wollen, kommt dann aber doch ein Mann auf mich zu. Hallo. Hallo. Du bist ja echt gekommen. Ja, Dankeschön. Gerne. Pardon. Annette heiße ich. Jerome kommt mir älter vor als 45. Er erzählt mir, dass er im normalen Leben in einem Callcenter arbeitet. Zwei Kinder und eine Frau hat, die von seiner Darknet-Existenz nichts ahnen. Um sie zu schützen, wenn er doch mal auffliegen sollte. Warum bist du eigentlich gekommen zu diesem Interview? Du hast da ja eigentlich nichts von. Natürlich erstmal sehr viel Neugierde, was mich erwartet. Und fühlst du dich so safe, dass du sagst, das kann ich mir einfach erlauben, weil man könnte dich ja theoretisch erkennen? Ich halte mich selber für so unbekannt im wahren Leben, da ich irgendwie noch nie irgendwie aufgefallen bin, dass ich mir eigentlich wenig Gedanken darüber mache. Kannst du davon leben? In manchen Monaten ja und in manchen Monaten nein. Die Leute lassen sich das ganz normal nach Hause schicken? Es kommt ganz normal per Post, auch wie eine verpackt, zum Teil wie ja, ein Amazon-Paket. Was sind da für Leute unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen? Alle. Ich kenne meine Kunden nicht. Ich sehe es nur zum Teil. Wenn ich angeschrieben werde, habe ich so das Gefühl, dass da ein 14-Jähriger zu Hause an Papas Laptop setzt und sich jetzt exzessiv fürs Wochenende bestellt. Hast du da manchmal aber auch ein schlechtes Gewissen, wenn du so vermutlich minderjährigen Drogen verkaufst, mit denen die vielleicht noch gar nicht so umgehen können? Kann ich, sagen wir es mal so, sie würden es eh kriegen. Und dann können sie auch gute Qualität bei dir kriegen? Hört sich jetzt doof an, ist vielleicht ein anderer Spruch, aber es ist einfach so. Es ist quasi wie eine Bestellung. Also ich arbeite Bestellungen ab, sage ich jetzt mal. Das klingt so wie so ein ganz normaler Job. Das ist ganz normaler Versandhandel, wenn man es so betrachtet. Man bekommt eine Bestellung rein, prüft diese, verpackt diese, schickt diese raus und kriegt irgendwann sein Geld dafür. Er selbst bestellt seine Ware auch im Darknet. Das heißt, er muss die Netzwelt kaum mehr verlassen. Und den Versand erledigt die Post für ihn. Eine neue Art der Kriminalität, die nur schwer zu fassen ist. Aber Polizei und Ermittler gehen ebenfalls neue Wege. Bei Frankfurt sitzt die deutschlandweit erste Sondereinheit gegen Internetkriminalität. Mehr als 70 Täter haben sie allein in den letzten 2 Jahren enttarnen können. Wie kriegen Sie diese Leute? Technisch sind die Ermittlungen im Darknet hochgradig schwierig. Es ist eigentlich nahezu unmöglich, mit technischen Ermittlungen zum Erfolg zu kommen. Das heißt, die Ermittlungen sind weit überwiegend verdeckte personale Ermittlungen. Das heißt, Einsatz von nicht offen ermittelnden Polizeibeamten, die da einkaufen gehen. Wäre es sinnvoll, das Darknet trocken zu legen? Würden Sie sich das wünschen?
Also ich glaube, wir müssen realistisch sein. Mit Anonymisierung muss man leben. Es wird immer mehr Anonymisierung geben. Anonymisierung hat durchaus auch sehr nachvollziehbare, vernünftige Zwecke. Es macht in vielen Bereichen Sinn, seine Kommunikation zu verschlüsseln. Das sind auch Dinge, die wir selber auch nutzen, das ist gar keine Frage. Aber es macht natürlich den Ermittlungsaufwand und die Ermittlungsmöglichkeiten immer, oder die macht den Ermittlungsaufwand deutlich schwieriger und die Ermittlungsmöglichkeiten immer geringer. Die verdeckten Ermittler, die sich im Darknet als Käufer tarnen, sitzen nur wenige Kilometer entfernt. Besuch bei Hans-Jürgen Schmidt in der Zollfahndung Frankfurt. Die Fahnder hier haben auch den Waffenhändler festgenommen, der den Münchner Amokschützen beliefert haben soll. Hier in dieser Kiste haben wir gefunden 4 Pistolen, eine Maschinenpistole und noch jede Menge Munition. Über 1500 Schuss. Die Munition haben wir noch hier. Und die Waffen sind noch zur kriminaltechnischen Untersuchung beim Bundeskriminalamt. Und der war auch hauptsächlich im Darknet unterwegs? Der war im Darknet unterwegs und hat offensichtlich hier auch diese Waffe an den Münchner Amokschützen geliefert. Immer häufiger aber sind die Käufer jetzt auch bis dahin unbescholtene Bürger, die meinen, sich verteidigen zu müssen. Wo haben Sie die gekriegt oder gefunden? Die haben wir in einer Paketsendung sichergestellt, im Zusammenhang mit einer Festnahme bei einem 62-Jährigen. Echt? Und das war einer dieser Menschen, die meinen, sie müssen sich nun, weil es vermeintlich einfach ist, über das Darknet eine Waffe zu besorgen. Das heißt, das war ein 62-Jähriger, der das einfach im Darknet bestellt hat? Ja. Es ist so, dass wirklich Menschen heutzutage sich solche Waffen schicken lassen, von denen man das früher nie gedacht hätte. Den Tätern auf die Spur kommen sie, indem sie sich selbst als Käufer ins Darknet begeben und so die Szene allmählich ausforschen. Ja, hier haben wir den Dirty Harry, das ist ein Pseudonym für einen Käufer im Darknet. Und hier der Tony, ebenfalls ein Pseudonym im Darknet, die uns hier als Käufer aufgefallen sind. Und so legen sie allmählich Netzwerke frei, um von den digitalen Decknamen auf die wahre Identität der Dealer zu schließen. So kann man sehen, welche Waffe welchen Weg wohin genommen hat, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Pseudonymen im Internet, im Darknet untereinander bestehen. Und Sie sehen, es läuft hier in der Mitte zusammen. Hier sitzt unser mutmaßlicher Händler, den wir enttarnen und festnehmen wollen. Tatsächlich ist Ihre Trefferquote in den letzten Monaten hoch. Wir sind mit Christoph B. verabredet. Der Hobbyschütze war über Bekannte an Waffen gekommen und hatte sie ins Darknet gestellt, nachdem er im Fernsehen gesehen hatte, wie einfach das sei. Nur wenige Monate später flog er auf. Wie hat man Sie erwischt? Warum? Was haben Sie falsch gemacht? Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mehrfach die gleiche Postbox benutzt habe. Und die von den Ermittlungsbehörden überwacht wurde. Und somit konnte ich identifiziert werden. Es sollte ein nettes Zusatzgeschäft werden, neben seinem ganz normalen Bürojob mit ein paar Klicks einfach schnelles Geld machen. Wie viel kann man denn da verdienen? Das kommt ganz drauf an, was Sie verkaufen. Nehmen wir mal an, Sie kaufen eine automatische Pistole, als Beispiel eine Glock, kaufen Sie für 1000 Euro ein, können Sie eigentlich problemlos für 3.000 bis 3.500 Euro verkaufen. Das ist ja eine Menge. Das ist eine Menge. Sie haben gesagt, während Sie gehandelt haben, während Sie verkauft haben, gab es schon Verhaftungen, von denen Sie wussten. Hat Sie das nicht nervös gemacht? Sicherlich, aber man denkt, es trifft immer nur die anderen. Man hält sich für schlauer und macht einfach weiter. War aber nicht schlau. War nicht schlau. Statt des großen Geldes warten nun 4,5 Jahre Haft auf ihn. Die dunklen Seiten des Darknets wird er so schnell nicht wieder betreten. Je tiefer man ins Darknet vorstößt, desto mehr Seiten findet man hier, die gar nichts mehr mit Kriminalität zu tun haben. Das hatte mir Jamie schon in London vorausgesagt. Kriminelle Seiten sind nicht das Einzige, was du hier findest. Das Darknet nutzen auch immer mehr Menschenrechtler, die verfolgt werden. Und immer mehr Leute brauchen und benutzen Tor und verschlüsseltes Internet, weil sie sich online vor Überwachung schützen wollen. Das sind die eigentlichen Ideen des Darknet. Und die sind in den letzten Jahren immer populärer geworden. Jamie hat uns eingeladen, nach Prag zu kommen, wo er bei einem Kongress auftritt, zu dem sich alljährlich die digitalen Anarchisten Europas treffen.
Viele hier wollen nicht gedreht werden. Und so beobachten wir den Kongress mit der Kamera. Erstmal nur von oben. Die meisten hier sind nur noch verschlüsselt im Internet unterwegs. Hacker, die nicht mehr wollen, dass jede ihrer Bewegungen von Staaten oder großen Firmen verfolgt wird. Mit uns vor der Kamera sprechen will zunächst keiner, aber nach einigem Hin und Her erklären sich zwei der Anwesenden bereit, ein Interview zu geben. Warum tragt ihr Masken? Why do you wear masks? Well, sadly. Traurigerweise ist das, wofür wir stehen, nicht ganz ungefährlich. Wenn du Dinge tust, die nicht von allen akzeptiert werden, von bestimmten Regierungen zum Beispiel nicht, dann versuchen sie, dich auszuschalten. So, wenn du zum Beispiel über Korruption berichtest. In manchen Ländern riskierst du Gefängnis oder zahlst sogar mit deinem Leben dafür. In some countries you face prison or death. Smuggler und Frank sind Hacker, die großen Firmen dabei helfen, ihre Sicherheitslücken zu schließen. Und sie sind Kryptoanarchisten, das heißt, sie sind verschlüsselt im Netz, um sich hier einen Freiraum zurückzuerobern, der immer stärker beschnitten wird. Now when they know all the information about you, they can. Sie wissen heute alles über dich im Netz. Und wenn du nicht anonym dort bist, dann bekommst du nur noch Informationen, die auf dich zugeschnitten sind. Und so wirst du manipuliert. Und das ist deshalb so hochgefährlich, weil wir ja heute alle im Netz leben. Das ist unsere neue Wirklichkeit, die so immer stärker verzerrt wird. Wir haben eine Welt geschaffen, in der die Maschinen bald ganz über uns entscheiden werden. Wenn du zum Beispiel irgendwo hinfliegen willst, wird dir der Computer in der Zukunft vielleicht kein Ticket mehr ausstellen. Er wird sagen, dein Risikowert ist zu hoch. Computer says no. Yeah, computer says no. You know, it was some combinations from the books from Amazon. Und es lag nur daran, dass du ein verdächtiges Buch auf eBay bestellt hast und auf das Falsche bei Facebook geklickt hast. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Dieser Entwicklung wird man nur entgehen können, wenn man seine Spuren im Internet schon jetzt regelmäßig verwischt, sagen Smuggler und Frank. Und auch Jamie Bartlett spricht hier über die Freiheit, die das Darknet bieten kann. Als Bollwerk gegen eine Welt, gesteuert von Maschinen und Algorithmen. Am nächsten Morgen treffen wir ihn wieder im Café des Hackerzentrums. Indem man im Übrigen seinen Kaffee schon jetzt nur noch in Bitcoin bezahlen kann, der Währung des Darknet. Mein analoges Geld kann ich hier erstmal wieder einstecken. Praktischerweise gibt es hier aber gleich gegenüber einen Automaten, aus dem man die Bitcoins aufs Handy herunterladen kann. Dafür braucht man nur eine App, ein virtuelles Portemonnaie sozusagen. Martin erklärt mir, wie einfach das ist. Ich muss nur die App auf Empfang stellen und dann mein Handy an den Automaten halten. Aus meinen tschechischen Kronen werden dann innerhalb von wenigen Sekunden 6,51 Millibitcoin. Geld, mit dem ich jetzt auch im Darknet einkaufen könnte. Martin selbst ist schon einen Schritt weiter. Korrekt, ich brauche dafür kein Handy mehr. Ich habe ein Chip-Implantat. Man sieht es kaum, aber hier ist der kleine Chip. Direkt daneben ist die Antenne. Wenn ich einkaufen will, dann halte ich einfach die Hand an die Kasse. Ich kann es dir zeigen. Martin führt mich zu einem Automaten, an dem man bereits jetzt nur noch mit Bitcoins zahlen kann. Und er tatsächlich einfach mit der Hand. Irgendwer noch ein Getränk? Bitcoin seien längst mehr als digitales Spielgeld, erklärt er mir. Hunderttausende nutzten sie bereits. Eine Währung, für die man kein Bankkonto braucht und mit der man deshalb anonym bezahlen kann. Martin war selber einmal Banker. Ich bin kein Anarchist. Ich glaube, die Banken wird es immer geben. Aber mit Bitcoin hat man die Wahl. Das erste Mal in der Geschichte, das ist Geld, das wir uns im Internet selbst geschaffen haben. Eine Welt, in der man keine Banken mehr braucht. Ich finde es einfach besser so, die Wahl zu haben.
Und es sei so viel praktischer. Überweisungen kommen innerhalb von Minuten an, ohne dass Dritte daran verdienen. Und der Wert und die Nachfrage nach Bitcoin steige mit jeder Bankenkrise sowieso. Das hier ist eine unglaublich schnell wachsende Szene. Solche Treffen wie diese hier gibt es überall in Europa, wo Leute über die neuesten Technologien sprechen, ja, und ihren Kaffee in Bitcoin bezahlen. Warum wächst diese Szene gerade jetzt so stark? Das hat viele Gründe. Das sind Leute hier, die glauben, dass unsere Privatsphäre ganz grundsätzlich bedroht ist. Edward Snowden hat das gezeigt. Und man weiß heute, welche Macht Facebook und Google haben. Das alles mobilisiert diese Leute hier. Die sind so etwas wie die Avantgarde des Internet. Und so entwickeln sie unentwegt neue Ideen, um der Überwachung zu entgehen. Ende eines Besuchs in einer Welt, der ich so noch nie begegnet war. Vor nicht allzu langer Zeit hätte ich diese ganze Szene und ihre Ideen wahrscheinlich für paranoid gehalten. Im Lichte dessen, was in den letzten 12 Monaten aber politisch passiert ist, scheint der Gedanke, sich in der digitalen Welt unsichtbar zu machen, gar nicht mehr so abwegig. Das Argument, ich lebe in einer Demokratie und habe doch nichts zu verbergen im Internet, es greift plötzlich nicht mehr. 2016 war das Jahr der Populisten und Autokraten. Besonders dramatisch der Umbruch in der Türkei, wo seit dem gescheiterten Putsch im Sommer ein demokratisch gewählter Präsident das Land immer schneller in Richtung Diktatur verschiebt. Ich mache mich auf den Weg nach Istanbul. Seit dem Putsch im Juli hat Präsident Erdogan den Großteil der unabhängigen Presse verhaften lassen. Ein kurdischer Fernsehsender wurde bei laufender Sendung von der Polizei gestürmt. Das Video davon steht noch im Internet. Wir sind mit dem Chef des Senders verabredet, mit Ayub Burç. Der live lautstark gegen die Razzia protestierte, als die Polizei in sein Studio eindringt. Während die Abschaltung anordnet, versammelt er immer mehr Mitarbeiter hinter sich. Aber ihr Protest bleibt umsonst. Der Sender wird abgeschaltet. Heute sitzt er in den Trümmern seines Lebenswerks. 8 Jahre lang haben sie hier gegen großen politischen Druck durchgehalten. Jetzt sind die Büroräume verwüstet. Die Polizei hat ihnen ein Ultimatum gestellt. Bis morgen muss hier alles leer sein. Ayub Burç zeigt mir, was nach der Razzia passiert ist. Die Regie ist versiegelt, ihre Technik wurde beschlagnahmt und wird in den nächsten Tagen an staatsnahe Sender übergeben. Das im demokratischen Land kann nicht passieren. Das ist wie ein Diebstahl, nach meiner Meinung. Die nehmen alles weg. Noch sind keine Mitglieder seiner Mannschaft verhaftet worden, aber sie alle hier rechnen damit, dass die Polizei jederzeit wiederkommt, um sie festzunehmen. Nach 8 Jahren haben sie alles verloren, auch ihre Sendelizenz, und trotzdem überlegen sie, wie sie weiter kämpfen können. Jetzt haben wir nur einzigen Weg, über Internet was zu senden. Wenn keine Möglichkeit gäbe, dann werden wir diese anonymen Möglichkeiten, diese Wege sozusagen machen lassen. Wie Sie sich nun aber ganz konkret im digitalen Untergrund schützen können, das müssen Sie jetzt noch erst mühsam lernen. Dabei wird Verschlüsselung im Netz gerade hier jetzt immer wichtiger. Längst gibt es Fälle, die zeigen, wie hart der türkische Staat schon jetzt gegen all jene vorgeht, die ungeschützt im Internet unterwegs sind. Am Taksim-Platz treffe ich Barış Pehlivan. Er riskiert viel, indem er hier offen auf der Straße mit mir spricht. Er steht unter Beobachtung und ein Treffen mit westlichen Journalisten kann gefährlich für ihn sein. Are you scared? Haben Sie Angst? No, I don't scare, but, nein, aber ich bin nervös.
Ich war schließlich schon einmal im Gefängnis. Ich weiß, wie das von innen aussieht. I had seen the prison and I know the inside. 19 Monate saß er unschuldig hinter Gittern. Er führt mich zu seinem Büro, das nach seiner Festnahme geschlossen wurde. Ich habe dieses Büro geliebt. Das Nachrichtenmagazin, das er von hier betrieb, war eine kleine, aber hartnäckige Stimme der Opposition. Bis zu dem Tag, als plötzlich die Polizei vor der Tür stand mit einem Durchsuchungsbefehl. Auf seinem Computer fanden sie Dateien, die zu beweisen schienen, dass er terroristische Anschläge geplant habe. Er wurde verhaftet und nach Silivri gebracht, ein Hochsicherheitsgefängnis 80 Kilometer vor Istanbul. Tatsächlich aber waren die Beweisdokumente nicht von ihm. Der türkische Geheimdienst hatte seinen Computer mit einem Trojaner infiziert und die Dateien auf seine Festplatte geschleust. This is my computer's. Das ist die Festplatte meines Computers, in die Sie die falschen Dokumente gespielt haben. Sie wussten genau, dass das Ihr eigenes Zeug war, als Sie unser Office überfallen haben. Das war sehr verstörend. Ich fühlte mich nackt und ich habe mich immer wieder gefragt, wie haben Sie das bloß gemacht? Wie sind Sie da reingekommen? Seine Anhörung wurde wieder und wieder verschoben. Diese ständige Unsicherheit, die habe erst die Angst erzeugt, die ihm bis heute in den Knochen steckt. Nach 19 Monaten aber wurde er plötzlich entlassen. Freunde hatten einen Spezialisten beauftragt, seinen Computer zu untersuchen. Der konnte nachweisen, dass er Opfer eines Trojanerangriffs geworden war. Eine einfache Übung für die Geheimdienste, da Barış seine Kommunikation nie verschlüsselt hatte. Die Computerexperten haben mich am Ende gerettet, weil sie beweisen konnten, dass diese Dokumente nicht von mir waren. Und aufgrund dieser Berichte der Computerexperten bin ich heute frei. Because of the reports, now I'm free. Seine Retter gehören zu einer kleinen, aber hochspezialisierten Gruppe von Hackern, die auf der ganzen Welt unterwegs sind, sich aber nur äußerst selten vor Kameras zeigen. Wir sind mit einem von ihnen verabredet, mit Claudio Guarnieri. Er zeigt Menschen, die im Internet verfolgt werden, wie sie sich sicher im Darknet bewegen können. Vor Aufträgen kann er sich kaum retten, denn immer mehr Regierungen kaufen Software, mit deren Hilfe sie die Computer unbequemer Kritiker infizieren oder manipulieren können. Es ist ein riesiges Geschäft geworden für immer mehr Firmen weltweit, die diese Trojaner anbieten. Und für die Regierungen ist es eine billige und einfache Methode, Oppositionelle auszuschalten. Die Firmen, die solche Trojaner herstellen, werben damit übrigens ganz ungeniert. You want to look through your target's eyes. Sie wollen durch die Augen ihrer Zielperson sehen. You have to hack your target. Sie wollen ihre Zielperson hacken? Der Clip lässt nicht den geringsten Zweifel daran, dass die Firma keinerlei Skrupel hat, das auch zu tun. Exactly what we do. Genau das machen wir. Remote Control System DaVinci. Wir, die Hacking-Firma für Überwachung im Regierungsauftrag. Solche Trojaner sind derzeit die wirksamste Waffe gegen das Darknet, denn sie attackieren Computer, bevor die Verschlüsselung greift. Claudio will mir zeigen, wie einfach das geht. Er schickt mir ein Foto als ganz normale JPEG-Datei. Hisham, I promise. So, open that photo, of course. Ich öffne das Foto, klick drauf, alles scheint normal. Jetzt bin ich in deinem Computer und kann mit dem machen, was immer ich will. Screenshots von deinem Desktop. Ich kann mithören, was du sagst. Dein Laptop ist jetzt eine große Wanze, durch die ich alles sehe, was du denkst und tust. Kannst du mich auch durch meine Webcam sehen? Ja, kein Problem. Jetzt sehe ich dich. Wow, okay. So, okay.
Ich kann es vorspulen, ich kann es zurückspulen. Und du kannst auch alles mitverfolgen, was ich tippe? Ja, kann ich alles sehen. Aber das ist doch nur ein Foto. Wie kann das sein? Naja, du hast von mir eben kein Foto bekommen. Dieses Foto sieht nur aus wie ein Foto, ist aber ein Trojaner. Du wärst nie drauf gekommen, dass ich deinen Computer damit in eine Wanze verwandelt habe. Aber genau das ist passiert. Und das ist das Problem mit dieser Software. Sie gibt dir volle Kontrolle. Und man kann im Prinzip so absolut alles überwachen, was du tust. Und nicht nur dich, sondern deine ganze Umgebung. Am nächsten Morgen fliegen wir mit ihm zu einem seiner Klienten, Hisham Almirat, einem Arzt aus Rabat, auf der Flucht vor dem marokkanischen Geheimdienst. Claudio will seinen PC überprüfen und für Amnesty einen Bericht über Hishams Zustand verfassen. Seit einem Jahr lebt er hier im Exil, wo genau dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht sagen. Sein Verbrechen: während des arabischen Frühlings begann er einen Blog, in dem er über seine Hoffnung auf Demokratie schrieb. Aber auch sein Computer wurde infiziert. Mit Claudios Hilfe ging er ins Darknet und operierte von nun an so gut geschützt, dass er für den Staat unsichtbar wurde. Being anonymous is a very powerful thing. Anonym im Netz unterwegs zu sein, ist ein ganz starker Schutz gegen all die, die dich mundtot machen wollen. Darum habe ich begonnen, Bloggern und Anwälten beizubringen, wie man im Internet Verschlüsselung nutzt. Seine Seminare wurden immer erfolgreicher, bis Hisham ein Haftbefehl erreichte. Die Anklage Terrorismus, die Drohung, 15 Jahre Gefängnis, weil er Unterricht gegeben hatte. And it creates fear in the hearts of people, so that wir alle hatten Angst, uns politisch noch zu äußern. Und deshalb waren meine Seminare strategisch eine echte Gefahr für die Regierung. Ich habe gezeigt, wie man unter dem Radar weitermachen kann. Und das wollten sie mit allen Mitteln verhindern. Dem Gefängnis ist Hisham vorläufig entkommen. Sein Exil ist nicht weniger einsam. Seit über einem Jahr hat er seine Familie nicht gesehen. Ob er jemals zurückkehren kann in seine Heimat, er weiß es nicht. Wer sind die Täter? Wer sind die, die im Dienste von Diktatoren Menschen wie Hisham bis ins Exil verfolgen? Es gelingt uns, einen Mann zu treffen, der bis vor kurzem für den syrischen Geheimdienst gearbeitet hat, der Einblick in die innersten Zirkel des Regimes hatte und der das erste Mal überhaupt vor einer Kamera beschreibt, wie die syrische Überwachung funktioniert. Der syrische Geheimdienst hat drei Abteilungen, deren Hauptaufgabe die Überwachung der Telekommunikation und des Internets ist. Ihr Standort ist Damaskus. Das ist die sogenannte elektronische syrische Armee. Wie umfassend war die Online-Überwachung oder ist die Online-Überwachung noch? Ziel der Überwachung ist es, absolut jede Stimme im Keim zu ersticken. All die Menschen zu umzingeln, die die Revolution wollten, und ausnahmslos alle von ihnen zu überwachen, um sie dann festzunehmen. Und ja, allererste Priorität dabei hatten die Medienaktivisten, die die Revolution befeuern wollten. Was passierte, wenn Sie auf Menschen gestoßen sind, die versucht haben, sich verschlüsselt und anonym im Internet zu bewegen? Jede Person, bei der man entdeckte, dass sie versuchte, der Überwachung zu entgehen oder Kontakte ins Ausland hatte, wurde sofort festgenommen. Das galt als Hochverrat. Was passierte, wenn Sie jemanden festgenommen haben? Also, er wurde auf physische Art verhört, also gefoltert. Alle Methoden, Elektroschocks, alles. Dann wurden willkürliche Vorwürfe erhoben und die Betroffenen ins Sicherheitsgefängnis verfrachtet. Menschen, sagt er uns noch, die niemand je wieder gesehen hat.
Sich im Darknet anonym zu bewegen, ist also längst nicht mehr ungefährlich in immer mehr Ländern der Welt. Ein Land aber gibt es, in dem es fast unmöglich ist: China. Das hatte mir Claudio noch in Amsterdam erklärt. In China ins Darknet zu gehen, ist eigentlich nur noch ein symbolischer Akt des Widerstands. Das kann man sich hier im Westen so gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss, ohne freies Internet zu leben. Tatsächlich fließt der Internetverkehr hinter der großen chinesischen Firewall schon seit Jahren nicht mehr frei. In China wird zwar unentwegt gesurft und gechattet, aber die Chinesen sehen nur noch das, was ihre Regierung ihnen erlaubt. Alle Seiten, die der Partei nicht passen, werden einfach gesperrt. Plötzlich kann ich nicht mehr auf Twitter, ich komme nicht auf Facebook. Stattdessen erscheint immer wieder nur dasselbe Bild, keine Verbindung. Und auch Tor ist komplett geblockt. Ins Darknet kommt man also auch nicht. Es sei denn, man benutzt mühsam komplizierte Umwege, sogenannte VPN-Tunnel. Dann geht auch Tor irgendwann. Für Chinesen ist das ein gefährliches Terrain. Werden sie mit Tor erwischt, können ihnen hohe Gefängnisstrafen drohen. Es ist erstaunlich, dass es unter solchen Bedingungen überhaupt noch Chinesen wagen, anonym im Internet unterwegs zu sein. Und so wundert es mich nicht, dass niemand mit uns vor der Kamera darüber sprechen will. Es dauert Wochen, aber schließlich vertraut mir einer meiner Kontakte, will sich aus dem Darknet herausbegeben und mich treffen. Verabredet haben wir uns in einem Hutong, einem der alten Wohnhöfe mitten im Zentrum Pekings. Er nennt sich Mark, seinen richtigen Namen will er nicht preisgeben. Wir werden immer weniger Aktivisten hier im Internet, weil niemand weiß, was die Partei geheim entwickelt. Sie investieren immer mehr Geld, um unsere Verschlüsselung zu knacken. Wer weiß, was sie schon können? Wie gefährlich ist das dann für dich, im Darknet unterwegs zu sein? Es ist sehr schwierig. Du musst super vorsichtig sein. Und aufpassen, dass du da auch nicht das kleinste Detail über dich preisgibst. Also auch im Darknet nicht. Gerade da nicht. Niemand darf wissen, dass du Tor benutzt. Warum machst du das dann überhaupt noch so leidenschaftlich, wenn es so riskant ist? Ich will Google nutzen können. Ich will Google nutzen können und freies Internet haben. Ich will einfach frei sein. So einfach. Mark will selbst entscheiden, welche Welten er betreten darf. In einem Netz, das in immer mehr Ländern der Welt immer stärker abgeschottet, überwacht und manipuliert wird. Und dennoch, es gibt auch immer mehr Menschen, die jetzt erst recht dagegenhalten wollen. Ich denke, wir sollten diese Technologie nutzen, um Räume der Freiheit zu schaffen. You can see that things are changing a little. We are progressing towards a space in which cryptography and wir bewegen uns in eine Welt, in der Verschlüsselung und Privatsphäre im Netz immer wichtiger werden. Will become more and more significant. Und die Dinge sind bereits ins Rollen gekommen. Der wahre Wert des Darknets, der wird sich erst in 5 oder 10 Jahren wirklich zeigen. Ende einer Reise in die Zukunft, die längst begonnen hat. In einer Welt, die immer mehr im Internet lebt, wird auch der Kampf um Freiheit und Menschenrechte zunehmend im digitalen Raum stattfinden. Das Netz anonym zu betreten, diese Kernidee des Darknets, wird damit immer unausweichlicher.